Willkommen in Kathis Kosmos, ihr Lieben. Heute mal aus meiner Küche, denn ich hatte im letzten Video gefragt, ob ihr Lust habt auf einen Food Haul aus Griechenland. Für alle, die das nicht mitbekommen haben, ich war ja im Urlaub in Griechenland und habe schon einen Griechenland Beauty Haul gemacht und dann habe ich eben gefragt, ob ihr auch einen Food Haul sehen wollt und die meisten hatten Lust drauf und deswegen kommt jetzt hier auch der Food Haul. Ich habe mir natürlich einige Leckereien aus meiner Heimat mitgebracht. Und die werde ich euch jetzt zeigen und lege auch gleich los, weil es doch ziemlich viele Sachen sind. Ein paar von den Sachen sind natürlich auch Mitbringsel, also wundert euch nicht, ich bin zwar verfressen, aber nicht so verfressen. Und dann geht's auch schon los. Wir starten erstmal mit was völlig klassisch natürlich ist für Griechenland und ich glaube kaum ein Griechenland-Urlauber nimmt das nicht mit. Und zwar Olivenöl. Diese Marke hier, die ich hier mitgenommen habe, die kannte ich bisher auch nicht. Da bin ich auch wieder klassisches Verpackungsopfer. Ich fand einfach diese Flasche so geil, auch mit diesem unten mit diesem quasi ja Band drumherum, mit diesem geflochtenen Band. Und die hat mich einfach irgendwie angesprochen. Die sah, finde ich, mal ein bisschen cooler und ja schicker designt aus als sonst so klassische Olivenölflaschen. Und deswegen musste die mit. Was gehört zu Öl und darf in jedem guten griechischen Salat nicht fehlen? Natürlich hier Weinessig. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, Weinessig haben wir hier auch, was ist denn da Besonderes? Der griechische Weinessig, ihr müsst euch den echt mal mitnehmen, der schmeckt einfach irgendwie anders. Ihr seht es von der Farbe her schon, der ist viel heller als unser Essig hier, finde ich zumindest. Und er schmeckt auch wirklich anders. Also probiert den mal aus und es gibt dem griechischen Salat wirklich nochmal so eine andere Würze. Und jetzt kommen wir auch schon zu den süßen Sachen. Ich hatte natürlich noch Käse auch mitgenommen, den habe ich inzwischen schon natürlich aufgegessen. Und insofern geht es jetzt weiter mit den süßen Sachen. Eine Sache ist schon angebrochen. Und zwar handelt es sich um dieses leckere Gläschen. Da ist Tahini drin. Ihr kennt vielleicht Tahine aus so dem arabischen Raum auch. Das ist im Endeffekt dasselbe. Das ist so eine Sesampaste. Und was bei dem hier besonders ist, Sesam an sich ist ja jetzt erstmal nicht süß. Und das ist eben Sesampaste mit Honig. Und das ist einfach so ein unglaublich mega geiler Brotaufstrich. Da kann Nutella echt einpacken dagegen. Und zwar, das Krasse bei dem ist halt nur, also ja, da haben halt 25 Gramm. Haben schon 150 Kalorien. Das heißt also, es ist ein ziemlich gewichtiger Frühstückssnack, aber schmeckt einfach wirklich genial und es passt irgendwie zu allem, zu fast jeder Brotsorte, finde ich, passt es super. Ja, schmeckt einfach ganz, ganz, ganz fantastisch. Und wenn ihr mal in Griechenland seid, das ist was, was man vielleicht als Touri jetzt nicht so kennt und vielleicht nicht unbedingt mitnehmen würde, dann haltet Ausschau nach Tahini und guckt, dass ihr den mit Honig erwischt, der schmeckt einfach gleich noch 10-mal besser. Ja, und weiter geht's mit den süßen Leckereien und da habe ich eben ganz klassisch, wenn wir jetzt schon beim Thema Sesam sind, mir natürlich auch noch hier das Pastelli mitgenommen. Bei Pastelli achte ich immer drauf, ich mag ja nicht, wenn das so bockelhart ist und dann müsst ihr einfach gucken, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, wie frisch das noch ist, wenn das sich noch so biegen lässt und weich ist. Je leichter zu biegen, desto frischer ist es. Ich mag, manche mögen ja auch gerade speziell dieses ganz trockene, harte, wo man sich fast die Zähne ausbeißt, ist nichts für mich. Ich mag das Pastelli am liebsten, wenn es frisch ist und wenn es noch schön, sich schön so quasi biegen lässt. Ja, was habe ich noch im Angebot? Es geht weiter mit einem totalen Klassiker und zwar kennt ihr die wahrscheinlich alle, diese Schokoladenröllchen, diese Schokoladenzigaretten Caprice. Das sind einfach so Waffelröllchen gefüllt mit Schokolade und die schmecken einfach zum Niederknien. Auch eine total fiese Süßigkeit, weil ein Stück davon hat schon 30 Kalorien. Das ist auch ein bisschen fies, aber ja, diese griechischen Leckereien sind alle verdammt gut, aber schlagen ziemlich zu Buche. Naja, bis zum nächsten Sommer ist ja noch eine Weile hin. Bis dahin kann man das dann wieder abtrainieren. Dann auch noch eine ganz tolle köstliche Leckerei. Gibt es so in der Art natürlich auch bei uns. Das ist einfach so ein Geschmack, so ein Kindheitsgeschmack. Das ist tatsächlich ein Snack für meinen Mann, der liebt die Dinger über alles. Das sind einfach so, ja, gefüllte Schokowaffeln und außen Zartbitterschokolade, heißen Sokofretes. Und das ist auch so ein richtiger Klassiker. Also was bei uns Hanuta ist, in Griechenland die Sokofrete. Und das sind so recht weiche, zarte Waffeln, so ein ganz bisschen erinnern sie an Manna und sind aber ein bisschen herber, was ich eigentlich ganz, ganz gut finde. Also die mag ich auch sehr, sehr gerne. Wenn ihr die mal seht,
mitnehmen. Dann habe ich noch was Neues entdeckt, was ich selber noch gar nicht kannte. Und ich habe mir davon 2 Packungen mitgenommen. Ich zeige euch jetzt mal die Zuhe. Ich habe die schon probiert und finde die richtig geil. Und zwar sind das einfach Zimtbonbons ohne Zucker mit, die heißen Zero Candies. Vermutlich, weil sie 0 Kalorien haben. Das war aber jetzt nicht der Grund, warum ich sie gekauft habe. Sondern der Grund war, dass ich Zimt über alles liebe. Und Zimtbonbons gibt es bei uns, also habe ich eigentlich noch nie so wirklich gesehen. Und in Griechenland isst man irgendwie Zimtbonbons, da kennt man das. Zimtbonbons ist auch geil. Und deswegen mussten die auch mit. Und schmecken auch gar nicht schlecht. Und mit diesem ganzen Süßkram, was passt dann natürlich am besten? Ihr werdet sicher denken, ein griechischer Kaffee. Ja, der passt auch sehr lecker, aber bei den Temperaturen im Moment noch greife ich dann doch lieber noch zu dem Klassiker aus Griechenland, dem Frappé. Und da nehme ich mir auch mal diesen Nescafé Frappé mit. Den gibt es natürlich bei uns auch, aber auch damit gelingt euch der, also mit dem deutschen Nescafé, mit diesem Instant-Café, gelingt euch der Frappé nicht so gut wie mit diesem griechischen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also wenn ihr diesen ganz klassischen, echten Frappé-Geschmack wollt, dann nehmt euch aus dem nächsten Griechenland-Urlaub unbedingt den originalen Nescafé mit. Ja, und zu guter Letzt, ach, jetzt habe ich eine Knabberei noch vergessen, die darf ich euch aber nicht vorenthalten, weil die auch wahnsinnig gut ist und ja, meine Zimtleidenschaft nochmal bestätigt. Und zwar gibt es auch hier so richtig leckere Kekse, so runde Kekse mit so einer Art Zucker ein bisschen drauf. Und das sind eben auch Zimtkekse, wie hier unschwer zu erkennen. Die sind hauchdünn, sehr knusprig und wahnsinnig lecker. Und von denen habe ich 2 Packungen mitgenommen, weil eine meiner sehr, sehr guten Freundinnen, seit wir mal zusammen in Griechenland im Urlaub waren, steht die total auf die Dinger und habe ich ihr natürlich eine Packung mitgebracht. Und dachte mir, ach, nee, komm, eine nimmst du noch. Ich hatte auch mal wieder Lust, die zu essen. Und die werden aber jetzt ein bisschen für die Weihnachtszeit aufgehoben, in die sie dann natürlich auch super passen mit dem Zimt. Ja, ihr Lieben, das war mein Griechenland Food Haul. Wenn ihr irgendwie noch Fragen zu den Sachen habt oder Empfehlungen wollt, wenn ihr selber nach Griechenland fahrt und irgendwie Tipps haben wollt, was ihr da essen könnt, was besonders lecker ist, was man vielleicht als Touri nicht so kennt, schreibt mich gerne an. Ich habe da den einen oder anderen Tipp für euch. Und dann hoffe ich, ihr hattet auch Spaß an meinem Food Haul. Mal was anderes als Beauty. Aber ich kleine Naschkatze, ja, ich nehme da immer relativ viel mit und vielleicht war es auch für euch nicht unspannend, mal zu sehen, was es da so für Produkte noch gibt, die man vielleicht als normaler Touri jetzt nicht unbedingt sofort auch alle kennt. Ja, das war's also für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder hier auf Kathis Kosmos. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss!